Ich bitte euch, dass wir uns erheben und diesem Toten jetzt in würdiger Form gedenken. Schweigeminute für den in der vergangenen Nacht in Köthen gestorbenen jungen Mann. Schon während der Vormittagsstunden erreicht die Nachricht über die sozialen Netzwerke die Delegierten des AfD-Landesparteitages hier in Dessau. Im Nachgang zu den Ereignissen in Chemnitz folgt eine klare Ansage des Landeschefs an die Parteimitglieder. Die polizeilichen Ermittlungen in diesem Fall dauern noch an. Insofern werden wir uns heute an Spontandemonstrationen nicht beteiligen. Aber Hannes Loth und der Kreisverband Anhalt-Bitterfeld werden nach Vorliegen der entsprechenden Erkenntnisse hier zu eigenen Veranstaltungen aufrufen. André Poggenburg, Vertreter des rechtskonservativen Flügels, kündigt Gedenkaktionen an, will die AfD aber von rechtsextremen Teilnehmern abgrenzen. Wir möchten natürlich als AfD darauf hinweisen, dass es so nicht weitergehen kann. Wir werden dort sicherlich auch Kundgebungen machen. Wir werden uns sehr Mühe geben, klarzustellen, dass wir diese Kundgebungen nicht instrumentalisieren lassen wollen durch Rechtsaußen. Das ist uns auch wichtig. Ob uns das gelingt, ist eine andere Frage. Wir werden es auf jeden Fall aber klarstellen. Anlass des Landesparteitages jedoch ist ein anderer. Heute werden insgesamt 34 Delegierte und Ersatzdelegierte für die kommende Europawahlversammlung gewählt. Dort sollen dann die Spitzenkandidaten, auch aus Sachsen-Anhalt, für die Europawahl kommendes Jahr gekürt werden. Während vor dem Tagungsgebäude das Bündnis Dessau Nazifrei demonstriert, empfangen die Mitglieder drinnen lautstark ihren Bundesvorsitzenden Jörg Meuthen. Er schwört die Parteimitglieder auf die kommende Europawahl ein. Das wird ein engagierter, offensiver Wahlkampf werden. Ich denke, dass wir da alle Chancen haben, unsere Positionen klarzumachen, weil wir gerade in diesen großen Themen, die europapolitische Themen sind, eine andere Position vertreten als praktisch alle anderen Parteien, die in einem sehr engen inhaltlichen Kontext stehen, während wir, siehe Migrationspolitik, siehe Währungspolitik, andere Positionen vertreten. Die werden wir dort kraftvoll artikulieren. Unterm Strich gab die AfD heute auf ihrem Parteitag ein ungewohnt diszipliniertes Bild ab. Wohl auch, um die anspruchsvolle, gesetzlich vorgeschriebene Wahlveranstaltung nicht noch einmal wiederholen zu müssen.